Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, 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 ganz kleinen Runde Sims 4 im Lightnings-Haushalt. Das wird wirklich eine, ja, ganz, ganz kurze Folge. Also, nein, eine sehr kurze Aufnahme. Das ist jetzt keine richtige Aufnahmesession. Ich nehme jetzt 20 Minuten auf, damit morgen die Folge nicht ausfällt. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Spieloptionen, lass mich mal ganz kurz gucken. Musik. Audio. Ja, eigentlich stimmt das alles so. Gut, dann würde ich sagen, schau ich mal, was hier so los ist. Was ist das denn? Positivität. Okay. 21 Tage. Und 6 Stunden. Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal außen vor. Was ist denn los? Sehr traurig, müde. Habe ich den Haushalt wirklich so verlassen? Ich bin mir unschlüssig, aber. Sonntag. Es ist Sonntagabend. Ja, fast Abend. Michelle arbeitet. Alex macht ein Lied schreiben, okay. Ein Gericht nehmen. Nein, so hungrig bist du nicht. Hier. Kümmere dich mal um deine Tochter. Also, was hat sie denn? Sie ist müde. Gut. Dann machst du jetzt als allererstes. Achso, loben. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Aufmunterung. Ins Bett bringen. Oh, warte, funktioniert das überhaupt? Es gab jetzt gerade ein Sims-Update, was ich installieren musste. Ich hoffe, das ist nicht mehr so buggy mit den Kindern. Ja, das solltest du eigentlich danach machen, aber gut. Lilly? Oh, die Arme. Oh, Lilly. The son of Diola? Oh, Shubirao. Der von die Faso da. Oh, ihr Gesicht. Ah. Ja, so gefällt sie mir schon besser. Boah, was ich für eine Schippe ziehen kann. Ich muss mir ganz kurz sagen, er muntert sie ja gerade ein bisschen auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in letzter Zeit echt keine Lust auf Sims. Das hatte keinen Grund. Das Spiel ging mir nicht auf die Nerven, gar nichts. Ich war mit den Aufnahmen glücklich, die Folgen waren da. Es war wirklich, es war nichts. Ich hatte nur einfach jetzt keine große Lust auf das Spiel. Jetzt habe ich mich mehr oder weniger gezwungen, bring das Kind ins Bett, Junge. Entschuldigen? Ja, gut. Bring das Kind ins Bett. Ins Bett bringen. Ah, nee, warte. Warte mal. In Schlaf lesen. Das ist doch immer das Beste. Kinder schlafen am besten ein, wenn du bei ihnen bist. Weißt du, das Kind liegen lassen, das kann jeder. Aber sich die Zeit nehmen, sich dahinzusetzen, das ist das Wesentliche. Was ist denn hier los? Weinendes Kind. Schlechter Töpfchenunterricht. Nein, nicht dahin, ins Töpfchen. Ups, oh. Er bringt Lilly ins Bett. So. Bei Lilly hat ein schönes Zimmer, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Es ist eher sehr verspielt. So, auf jeden Fall, das hatte keinen großen Grund. Es hatte wirklich keinen großen Grund. Ich hatte einfach nur keine so große Lust auf das Spiel. Und ich habe mir zwar sehr, sehr viel vorgenommen, vor allem was Alex angeht. Ich hatte mir sehr viele Gedanken gemacht, was ihre Zukunft angeht, einen Lebensgefährten,
Kinder, ihr Beruf und was aus Lilly werden soll und so weiter und so fort. Ich dachte, sie wäre müde. Schlafen. Ich lasse sie mal ganz kurz machen. Oh, Nibihana. Trouble's your show. Okay, er bringt sie ins Bett. Na los. Oh, das ist immer noch so ein bisschen buggy, ne? Schlaf schön. Ja, ich weiß, Lilly. Na, wie süß. Ja, lehn dich aufs Kind, egal. Hauptsache Schmatzer. Sie ist eingeschlafen. So. Rumalbern. Haha, das ist witzig. Töpfchen im Unfall. Müde. Ja. Gut, ich würde sagen. Ja, kümmere dich mal so ein bisschen um dich selbst. Wie sieht's denn aus mit Essen? Ich habe wieder vor, Sims aufzunehmen. Aber ich würde mir ganz gerne ein paar Ziele setzen und ein paar Sachen notieren, was ich so machen will, wie genau ich es machen will, damit am Ende nichts schief geht oder nichts dem Zufall überlassen wird. Und dann habe ich auch mehr Spaß, wenn ich weiß, was ich machen will. Und ja, ich glaube, das wäre ganz gut. So, eins übrig. Ja, komm, dann ess mal hier. Was ist das denn? Knoblauchnudeln. Oh, oh, ausgezahlt. Oh, Michelle. Auf welchem Level ist sie denn? Fähigkeiten. Kochen hat sie perfektioniert. Feinschmecker kochen, fast Level 7. Ja, geht voran. Ich meine, gut, nach 300... Ach, 300. Schön wär's. Nach... Boah, war nach wie viele Folgen? 130 Folgen? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Nach 130 Folgen Sims ist das aber auch in Ordnung. Weißt du, wenn man in Folge 5 schon alles perfektioniert hat, ne? Dann, das wäre schlecht. Was heißt schlecht? Das ist dann so, weiß ich nicht. Weiß ich, was für ein Lied sie schreibt? Okay, Hausaufgaben hat sie fertig. Notenblatt. Ist das nicht zu laut für sie? Also wenn wir jetzt realistisch sein würden, würde sie wach werden. Aber andererseits, ich bin froh, dass sie schläft. Ich bin froh, dass das Kind schläft, also. Was ist das denn? Das ist von Michelle, ne? Nein, Monitor, du bleibst an. So, das Schöne ist, ich muss die Folge gleich auch nicht rendern, weil ich auch nichts schneiden muss. Und da ich weder Intro noch Outro habe, auch wenn ich das alte Outro... Naja. Bist du irre? Alter. Du brauchst doch gar keinen Spaß. Die sind einfach... Die haben so ein... Was? Ach so. Ich dachte gerade, gib deinem neuen Kind einen Namen. Alter. Alter, ich hatte gerade... Oh. Nee, also, ich hatte ganz, also mein Herz ist ganz kurz stehen geblieben. Alex hat gerade ein Lied zu Ende geschrieben. Wie möchtest du es nennen? Hat sie mit der Akustikgitarre Plim Plim beendet. Also, okay. Weiß ich nicht, was haben wir denn da so genommen? Ich fand, das Lied hatte irgendwie so einen Western-Style. Also so ein bisschen angehaucht daran. Mir fällt gerade nichts Besseres ein als...
Oggi? Nein, die Wüstenrennmaus. Oh, das passt leider nicht. Ja. Oggi, die Rennmaus. Es gibt bessere Namen. Ist jetzt spontan. Was? Sie kann das Lied über den Briefkasten zur Lizenzierung verschicken und ein paar Simoleons zusätzlich verdienen. Moment. Ich weiß, ich stelle ganz gerne auf Pause, damit mir nicht die Zeit flöten geht. Ihr Gitarre. Was? Das kann ich mit allen machen? In Liebe, deine Alex, liebes Tagebuch. Das, was ich brauche. Ich mach das gerade mal. Hier, wie sieht's denn aus mit Mimi Mumi Misha? Nee, Michelle. Die muss bis 12 Uhr, Alter, die Arme. So, was passiert da jetzt? Aha. Aha. Er ist halt gerade von MPR-Analyse. Aha, okay. Es hat bereits eingetan. Alex muss eine Woche warten, was dann. Okay, die Frage ist, was haben wir da mit den anderen Liedern gemacht von der Gitarre? Oder ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nicht getan habe. Also irgendwie in irgendwelcher. Ja, mit irgendwelchen Mitteln mit diesen Liedern Simoleons zu verdienen. Aber, ja. Oh, ich möchte auch wieder ein bisschen entspannter Sims spielen, wenn ich ehrlich bin. Auch ohne Erweiterungspacks. Ich weiß, letztens kamen jetzt Jahreszeiten raus und jetzt gibt es schon was Neues und zwar Werde berühmt. Das ist noch in Entwicklung. Und dieses Werde berühmt hat so ein bisschen was von Zeit für Freunde, glaube ich. So ein bisschen was. Aber wie gesagt, ich werde keine Erweiterungspacks spielen. Zumindest noch nicht. Ich hatte ja mal vor, eins mir zu holen. Und das wäre. Was wäre das denn gewesen? Einfach tierisch? Nee, so hieß es bei Sims 3. Cats and Dogs. Hunde und Katzen. Das wollte ich mir holen. Das ist einfach das preiswerteste und das, ja, umfangreichste Pack, weil. Tiere sind schon was Schönes. Es ist nicht so wie einfach tierisch bei Sims 3. Da konntest du ja noch Pferde erstellen in deinem eigenen Pferdestall. Du konntest Vögel züchten. Also nicht züchten, aber halten. So ein Wellensittich oder so. Und Alex geht es gerade besonders gut. Sehr selbstsicher. Kompetente Komponistin. Weil Qualitätslied geschrieben hat. Die feine Alex. Sie ist ganz schön. Oh. Also sozial ist sie arm dran. Ich weiß nicht, morgen ist Schule. Dann. Aber sie ist halt kein Stück müde. 21 Uhr, kein Stück müde. Ja, geht mir ähnlich. Es geht mir echt ähnlich. Sonntags bis um 10 Uhr. Ja, 10 Uhr morgens geschlafen. Weil wegen Möglichkeit. Und ja, wer ist dann schon um 10 Uhr abends müde? 12 Stunden ist ja nichts. Vor allem, wenn du den ganzen Tag nur vor dem Rechner sitzt. Alex, meine Liebe. Du kannst doch noch irgendwas. Hier, was ist denn? Du bist doch auch Schriftstellerin. Okay. Schreiben. Genrebuch. Was hatten wir denn da? Kann ich sehen, was wir da bis jetzt hatten? Nö, ich glaube nicht, ne? Oder?
Ja, Tantiemenbericht müsste. Ah, genau. Tantiemenbericht. Bücher. Das erste Mal die menschlichen Bedürfnisse. Der Vergleich zwischen Leben und Leben wollen. Das ist gut. Die große Schwester. Ich würde sagen, schreiben. Genrebuch. Heißt das Genre oder Regie? Nein, Genre. Was hatten wir denn noch nicht? Krimi. Oh, aber ich. Nee, Krimi passt nicht. Poesie. Es darf sich ruhig reimen, aber nicht die ganze Zeit. Light Night. Ach, Science Fiction. Oh, ich hätte. Pfiffikus für Kids. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber was nehmen wir denn? Ja, gut, den Titel müssen wir eh erst später. Eh erst später. Nennen. So, das Wort hat mir gefehlt. Boah, das ist ein bisschen arg hell, ne? So, in den 4 Minuten ist die Folge auch schon vorbei. Okay, hier ist es genau andersrum. Ein Buch für Kids. Ja. Einhörner. Und Elfen. Na, ist dann halt was für Mädchen, mein Gott. Weibliche Schriftstellerinnen, warum dann keine Zielgruppe, ja, warum denn keine kleinen Mädchen als Zielgruppe haben? Von Phantasia. Also der Text ist auch nicht kopiert. Eine ferne Welt und sie scheint so nah. Oh. Und jetzt flieg ich durch den Wind von Phantasia. Ist auch nicht geklaut. Ich finde die Serie Ich habe jetzt die zweite Staffel geguckt. Also wer den Text kennt und die Serie kennt, ich habe die zweite Staffel geguckt auf Netflix. Und die erste auch. Ich kannte die Serie schon vorher. Oh, es ist ein Traum. Ich liebe das Intro. Ich liebe es. Nur mal so ganz nebenbei. Wer das jetzt kennt. Es ist so schön. Und die dritte Staffel ist, glaube ich, so Mist. Also, wer jetzt wirklich die Serie kennt und auch ein großer Fan ist, das, was ich bis jetzt von der dritten Staffel gesehen habe, ist. Boah. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber für die, die nicht wissen, worum es geht, googelt einfach mal das, was ich da gerade eingegeben habe. Nur schreibt da nicht Fantasia, sondern lasst das einfach weg. Ich glaube, da wird was kommen. Googelt es einfach. Oder auf YouTube. Geht auch. Ach so, weil die Folge morgen erscheint, ne, und es momentan Thema ist, Artikel 13. Ich sag da nichts zu. Ich kann da nichts zu sagen. Ich bin selber nicht ganz im Bilde. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Dieses war, dann ist das wahr. Dann stimmt das nicht. Es ist eine Richtlinie. Wenn es ein Gesetz wird, dauert es eh noch ein paar Jahre. Dies, das, jenes, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Informiert euch bitte. Also wenn es jetzt um Artikel 13 geht, informiert euch. Bitte. Bitte informiert euch bei. Ja. Ja. Bei Leuten, die Ahnung haben. So, und wir sind jetzt eigentlich am Ende der Folge. Max schläft. Wie sieht es eigentlich? Ja, mir kann mir egal sein. Ich habe erst Christmas-Fähigkeit gelesen. Was ist eigentlich ihr Ding? Kochen Level 6, klar.
Verstehe, jetzt perfektioniert. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sind echt, wir haben nichts geschafft, wir haben den Tag beendet. Mehr ist wirklich nicht passiert. Es ist mehr wirklich nicht passiert. Ich würde trotzdem sagen, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für diese eine kleine Folge Sims. Ich werde wieder Sims aufnehmen. Vielleicht habe ich jetzt so einen kleinen Motivationsschub. Ich wollte einfach nicht, dass morgen die Folge ausfällt. Eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht aufnehmen. Obwohl, ich mache ja jetzt, ja, ich beende jetzt die Folge. Wie gesagt, ne? Wir hören und sehen uns. Oder, nee, eher hören. Facecam ist jetzt nicht ein Thema. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge Sims. Oder bei anderen Let's Plays. Bei alten Videos, bei neuen Videos. Sucht's euch aus. Ich kann. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich kann vieles empfehlen. Nicht alles, aber vieles auf diesem Kanal. Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.